So, willkommen zurück, Leute, und bei Metroid 1. Das letzte Mal haben wir. Ich habe die Karte nicht offen. Moment. Das letzte Mal haben wir Norfair betreten und schon größtenteils abgeschlossen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen wollen, ist uns einen erweiterten Beam holen. Und den kriegen wir hier. Indem wir hier durchkommen und da am Ende wieder einmal eine Raketentür aufmachen. So. Und hier erhalten wir den Plötsch. Wavebeam. Heißt der, glaube ich. Neueren Teilen. Ich weiß gar nicht, ob es den da überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall können wir uns hier auch so ein bisschen. Können wir uns nicht hier so ein bisschen durchmogeln. Das heißt, wir dürfen den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Dörr, okay. Aber wenn ich. Es müsste eigentlich der Wavebeam sein. Also theoretisch. Ja, genau. Der geht durch die Dinger durch. Das ist das Praktische am Wavebeam. Der geht durch Gegenstände durch. Hat dafür aber auch ein extrem nerviges Geräusch. Naja, kann man nichts dran machen. Die Viecher kriegen wir damit trotzdem noch nicht tot. Problem ist, wir können jetzt damit auch nicht mehr einfrieren. Wo war das irgendwo da links, ne? So, haben wir das Viech um. Okay. Aber ich denke, wir brauchen den Icebeam auch nicht mehr, von daher ist es dann eigentlich auch egal. So, wo sind wir jetzt? Wir sind da. Das heißt, wir müssen jetzt echt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, wir müssen den ganzen Weg nochmal zurück. Da mache ich nochmal kurz einen Cut, weil das braucht jetzt echt nicht nochmal auf Video. Moment. So, da wären wir wieder. Und immer noch mit Wavebeam und wir befinden uns jetzt bei B. Ich denke, ich werde die Karte einfach dauerhaft eingeblendet lassen. Das wäre das Einfachste, dann kann man wenigstens mitverfolgen. Naja, wir gehen jetzt hier runter. Und befinden uns im ersten oder zweiten Hideout. Und ich bin natürlich total vorbereitet. Indem ich jetzt hier erstmal die Karte aufmachen muss. Das sieht gut aus. Auf jeden Fall eine sehr nervige Musik gerade. Ja, das wird's sein. Das heißt, wir befinden uns im zweiten Hideout. Das heißt, wir werden auf Ridley treffen. Früher oder später. Was mir so gar nicht gefallen will eigentlich, weil ich mag Ridley überhaupt nicht. Hier könnten wir theoretisch uns noch irgendwo nach oben bewegen. Da. Um da noch Raketen abzugreifen. Aber ich denke, wir haben wirklich genug. Das müssen wir jetzt nicht auch noch in Kauf nehmen. Ja, klar. Ich muss ja wahrscheinlich nicht erwähnen, dass ich vollkommen unvorbereitet bin. Genau wegen sowas, weil die mich einfach one-hitten hier. Ist natürlich sehr geil. Aber wir werden ja direkt da respawned. Das heißt, wir können das Ganze nochmal sofort angehen. Ich habe viel zu wenig Energie dafür. Eigentlich. Aber da vorne ist ein Energietank. Den hätte ich gerne. Den muss ich sogar haben. Ansonsten werde ich das hier nicht überleben. Schauen wir mal. Nochmal. Warum? Kommt der sofort hier rein? Das ist voll unfair. So. Mann. Wow. Was seid ihr denn? Ich kenne ihn noch gar nicht, glaube ich. Gut, dass ich den Wavebeam habe, dann kann ich die zumindest durch die Wand holen. Oder einfach draufhalten.
Bis das Vieh stirbt. Ja, da kommt man jetzt. Oh, ich komme tatsächlich dran, okay. Gut. Wow. Du bist doch stärker, wa? Okay. Okay. Einfach durchballern. Das hilft. So. So. Ah, so viele. Da komme ich jetzt aber nicht mehr dran. Okay. Obwohl. Ja. Genau. Ja, genau. Troll mich doch mal spielen. Du mich auch. Ganz ehrlich. Okay. Okay. Wie zur Hölle soll ich da bitte hochkommen? Erstmal würde ich gerne den Gesellen da oben aus dem Weg haben. Einfach, weil er mich sonst gleich wahrscheinlich ankotzt. So, wie komme ich da durch? Gar nicht, ist ja wohl eher unwahrscheinlich. Hau. Muss ich ernsthaft von der anderen Seite ran? Ah, Gottes Willen. Ja, okay. Dann jetzt zurück, Marsch, Marsch und nochmal die ganzen Viecher umhauen. Sowas liebe ich, ja. Boah. Die habe ich schon immer gehasst, die Viecher. Einfach weil sie ewig lange brauchen, bis sie kaputt gehen. Aber sie geben schön viel Energie, von daher sind sie eigentlich gar nicht schlecht. Die helfen mir gerade eher, als dass sie stören. So, dann bin ich gleich wieder voll, wenn ich hier rausgehe. Können die von der Decke eigentlich nochmal runterkommen oder bleiben die dann da oben? Scheinbar bleiben die da oben. Jetzt wieder euch Dinger umholzen hier. Okay. Schön, dass das Sprite-Limit alle Sprites packt. Mann, das ist echt noch nicht ausgereift hier bei dem Ding. Ich könnte mal die Norfolk-Karte kurz wegmachen. So. Okay. Ja, komm, holen wir uns eben die Raketen. Kommst du da bitte hoch? Dankeschön. Ach Gott, das ist noch so ein Raum. Mit vielen Gegnern. Wow. Ist klar. Okay, das lassen wir. Wer braucht schon Raketen? Ganz ehrlich. Alter. Sowas meine ich halt. Die können sich mit in die Tür reinbacken, um mir dann kontinuierlich während der Türphase Schaden zu machen. Das ist doch dumm. Na, Mann. Oder die Türen gehen nicht auf, wenn wir direkt davor stehen. Irgendwie solche Sachen. Aber ich meine, das ist das erste Metroid, das ist für ein NES damals erschienen. Das war den Entwicklern wahrscheinlich auch einfach scheißegal. Schon wieder. Ja, war fast tot. Wegen so was Dumm. Sowas liebe ich. Total.
wenn man durch Game-Bugs stirbt. Beziehungsweise ich bin jetzt nicht durch den Bug gestorben, aber dennoch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Könnten echt mal sterben, die Viecher hier. Boah, vor allem, weil dann die Slowdowns nicht mehr so heftig werden. Wie hart das Slowdown? Das liegt nicht am Emulator. Scheiß drauf, einfach durch. No. Okay. Nein, du glitschst dich da nicht wieder mit rein. Der Fug. Was? Ist klar. Ist logisch. Okay. Ich würde sagen, davor muss ich definitiv die Energie auffüllen, ansonsten wird das nichts. Hoch da. Oh, dumm. Obwohl ich brauche eigentlich gar nicht hoch, weil hier oben finde ich eh nichts. Ich kann lieber runtergehen und nochmal durch den linken Gang gehen. Weil die Viecher sind einfach zu killen und bringen gut Energie. Ja, komm, das mache ich mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder.